Muss Energiegewinnung wirklich unsere Umwelt zerstören? Wir haben damals Nein gesagt und uns dafür eingesetzt, die Energieversorgung von morgen grüner zu machen. Bei unserer Gründung 1999 wurden wir vielfach als die Ökospinnerinnen abgetan. Nachhaltigkeit war damals ein Thema, das nur sehr wenige interessiert hat. Und man wurde nicht ernst genommen, wenn man sich für Themen wie nachhaltige Energieversorgung eingesetzt hat. Nachhaltigkeit war für uns nie nur ein Trend. Wir waren immer überzeugt, dass wir Klima und Umwelt schützen müssen. Und auf diese Idee haben wir ein inzwischen sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Und so wurde aus einer Gruppe von Klima- und Umweltaktivistinnen Österreichs größter unabhängiger Ökostromanbieter. Weil es Menschen braucht, die an Klima- und Umweltschutz glauben. Thank you.